So, willkommen zu einer neuen Folge Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar zwei Überbleibsel von den Energy Drinks, die ich mir sonst so immer reinpfeffer, wenn ich die sehe und testen will, von der Marke Crazy Wolf. Und da haben wir noch zwei Stück, die wurden noch nicht verwertet, die müssen wir noch trinken. Kennt ihr Crazy Wolf? Crazy Wolf gibt es, glaube ich, im Kaufland, ist so eine Kaufland-Energy-Drink-Sorte, gibt es auch wieder 10 Millionen, 1000 verschiedene Sorten. Hier haben wir jetzt einmal Crazy Wolf mit Heidelbeer-Geschmack. Finde ich ganz interessant, ich kenne eigentlich kaum Energy-Drinks mit Heidelbeer. Und hier natürlich Crazy Wolf mit Apfel. Apfel finde ich besonders cool immer, geschmacklich. Das Problem ist gerade Energy-Drinks, die Apfel beinhalten, schmecken eigentlich wie saure Apfel und nicht nach Energy-Drinks. Sondern eher wie irgendwie Alkoholliköre. Bin mal gespannt, wie das ist. Bei anderen steht ja auch sogar extra saurer Apfel drauf oder extrem sauer Sorten von Monster oder sonst was. Gibt es auch extrem sauer Apfel. Hier einfach nur Apfelgeschmack. Wenn das lieblich ist, etwas süßlich, ist das vielleicht mein neuer Lieblings-Energy. Obwohl ich sonst ja eigentlich immer Booster gerne trinke und Booster sponsore und nicht andersrum. Hier haben wir jetzt also koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Heidelbeergeschmack, Fruchtgehalt 5%. Machen den mal auf, das Design der Dosen finde ich auf jeden Fall cool. Diesen Wolf da drauf ist ein Markenzeichen. Bei Booster sind es halt die Streifen auf der Dose und der Namenszug, aber Booster hat jetzt kein Wappentier. Jetzt mal Heidelbeer. Und überall sind Katzenhaare dran, weil das immer alles auf dem Boden steht. Schmeckt auf jeden Fall erfrischend und belebend. Ist auch nicht so süß, wie ich finde. Hat was. Hat was von einem Heidelbeersaft. Das schmeckt wie Heidelbeersaft mit Kohlensäure. Aber ihr merkt irgendwo auch eine kleine Energy-Dose durch. Ach, eine Energy-Dröhnung, eine Energy-Note. Ja? Dose, Note, wie auch immer. Finde ich geschmacklich aber vollkommen in Ordnung. Ich weiß auch gar nicht, was günstiger ist, Crazy Wolf oder Booster. Es muss nicht immer das Teure sein. Jetzt machen wir noch den Apfel auf. Und guck mal, jetzt wo ich so eine rote Nase habe, so eine schöne Heidelbeernase, ob jetzt die Nase grün wird, wenn wir den Crazy Wolf Apfel probieren. Der riecht auf jeden Fall wie diese super sauer Apfel-Bonbon-Dings-Drops und ich denke mal, der wird auch wieder schmecken wie saurer Apfel. Obwohl ich es natürlich als süßer Apfel besser gefunden hätte. Zusätzlich sind auch wieder überall Katzenhaare dran, aber egal, wir probieren mal, hauen mal rein. Okay. Ist auf jeden Fall etwas sauer, aber nicht so sauer, wie ich dachte. Kann man trinken, bin ich eigentlich positiv überrascht über Crazy Wolf. Also die machen schon ordentliche Energy Drinks, müsste man sagen. Gönnt da ruhig mal euch eine Dose, probiert die mal, guckt, was euer persönlicher Lieblingsgeschmack ist. Was mich nur irritiert, sind die Öffnungen, weil die so unterschiedlich sind. Seht ihr das, wenn ihr hier links guckt? Das ist richtig schön breit und rund. Und das ist irgendwie so, ja, so eiförmig und langgezogen. Nicht ganz so breit. Ist das normal? Soll das so sein? Kriegen die es nicht hin, ihre Dosen einheitlich zu machen? Auf jeden Fall Crazy Wolf, Heidelbeer, Crazy Wolf, Apfel. Und hier stehen noch die ekligen Made Tees von den vergangenen Sendungen, die habe ich nämlich kurz davor probiert. Aber für mich, Crazy Wolf Apfel, auf jeden Fall der Sieger der Herzen. Habt ihr den auch schon probiert? Was ist euer Lieblings-Energy-Drink? Schreibt es mal in die Kommentare, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.